Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Star Citizen Lore. Heute geht es um das Volk und die Rasse der Xian oder Xian. Ich weiß, eigentlich spricht man es auf Englisch so aus, aber ich dachte mir, auf Deutsch geht auch Xian. Die Xian und die Menschheit hatten über die Jahre eine sehr turbulente Beziehung zueinander. In der Regel sehen die Xian die Menschen als impulsiv und kurzsichtig an, aber sie kennen auch unsere militärischen Stärken. Ihre Technik sieht aus, als wäre sie unserer überlegen, aber das liegt nur an dem fremdartigen Aussehen. In Wirklichkeit sind unsere beiden Zivilisationen ungefähr auf dem gleichen technologischen Stand. Die Fähigkeit zur gegenseitigen Vernichtung ist gegeben und das hindert beide Seiten daran, einen Angriff zu führen. Es gibt eine Reihe von Systemen, die als Niemalsland zwischen der UII und den Xian gelten. Diese Systeme sind bekannt als die Perry-Linie. Nach dem Friedensvertrag von 2789 wurde die Perry-Linie zwischen den UII und den Xian aufgeteilt. Die Systeme Tohil, Oya, Gersil und Horus gingen an die UII. Und die Systeme Pallas, Hadur, Indra und Virtus bekamen die Xian. Die Beziehungen zu den Xian haben sich im Laufe der Jahre verbessert, aber es als eine Freundschaft zu bezeichnen wäre übertrieben. Wir hoffen, dass die Xian nicht planen, uns zu vernichten, aber sollten sie es versuchen, sind wir darauf vorbereitet. Der Herrschaftsbereich der Xian befindet sich an der östlichen Grenze zu unseren Gebieten. Es besteht aus mindestens 14 Systemen. Die offizielle Zahl von Systemen, die sich unter der Kontrolle der Xian-Regierung befinden, ist nicht bekannt. Es wird aber davon ausgegangen, dass es tiefer im Raum noch mehr Systeme der Xian gibt. Nun gehen wir der Frage auf den Grund, wie ist die Beziehung zwischen der UII und den Xian? In den dunklen Kapiteln der Geschichte der Menschheit nutzten der Imperator und die Regierung die Bedrohung durch die Xian oft als Grund, um die eigene Bevölkerung in Angst zu versetzen und damit die Macht des Militärs zu stärken. Obwohl es keine Kriegserklärung zwischen den Xian und den Menschen gab, wurde auf beiden Seiten verdeckte Einsätze, Sabotagen und Spionagen durchgeführt. Aufgrund ihrer hohen Lebenserwartung sind noch viele Xian aus jener Zeit am Leben. Imperator Kray, welcher das riskante Friedensabkommen im Jahre 2789 mit Senator Akari unterzeichnete, ist nach wie vor König. Es gibt mit großer Wahrscheinlichkeit noch viele Mitglieder der Xian-Regierung, welche der UII mit Argwohn und Misstrauen begegnen. Doch der jetzige Imperator stand immer eindeutig dazu, dass sich unsere Zukunft verflechten wird. Da immer mehr menschliche Unternehmen Verträge mit den Xian abschließen, um zum Beispiel Technologien auszutauschen, denken die Xian offensichtlich auch so darüber. Zur Heimatwelt haben wir leider noch keine Informationen. Die Xian haben eine erbliche, absolute Monarchie. Der Titel des Imperators wird nur in der Familie weitergegeben. Der Imperator hat einen hohen Rat der Berater, die jeden Aspekt der Regierung abdecken. Jeder Planet, der unter der Kontrolle der Xian steht, hat einen eigenen Rat, der die Geschichte dieser Welt lenkt. Diese Ratsmitglieder erstatten ihre Berichte direkt an ihre Gegenstücke im Rat des Imperators. Imperator Kray herrscht seit 300 Jahren über die Xian und er war es auch, der den Friedensvertrag aus dem Jahre 2789 ausgehandelt hat. Wir kommen nun zum diplomatischen Status zu den anderen Rassen. Zu den Menschen war er früher angespannt und feindlich, nun freundlich, auch wenn es im Xian-Reich noch Ecken gibt, die nicht vergessen haben, was die UII ihnen früher angetan hat. Den Banu gegenüber sind sie freundlich gesinnt. Die Vendul sind ihnen gleichgültig, aber sie sind nicht willkommen. Die Xian und die Krtak haben sich lange gegenseitig bekämpft. Der längste und verheerendste Krieg wurde bekannt als der Spirit War. Die UII weiß von der Existenz der Krtak nur aus Informationen von den Xian. Wir haben sie bis jetzt noch nicht getroffen oder unterhalten irgendwelche Beziehungen zu ihnen. Jeder Mann und jede Frau ist verpflichtet, für mindestens 15 Jahre in einem der Bereiche des Militärs zu dienen und danach lebenslang als Reservist bereitzustehen. Neueste Schätzungen gehen von über 16 Millionen Soldaten aus. Die tatsächliche Zahl dürfte aber wesentlich höher sein, da durch das Militärsystem der Xian praktisch jeder Erwachsene über eine Kampfausbildung verfügt.
Die Xian haben keine offizielle Religion. Sie haben verschiedene Glaubenssysteme, aber sie tendieren mehr zu moralischen Leitlinien oder einer universellen Spiritualität, anstatt bestimmte Gottheiten zu verehren. Es gibt im Xian-Imperium pro Kopf weniger Verbrechen als in der UII, aber es gibt sie. Die Xian sind sogar stolz auf ihre würdevollen Kriminellen, da bei den Xian das Zeigen von Emotionen als Zeichen von Unreife und Schwäche gilt. Daher gibt es bei den Xian straff organisierte und sehr disziplinierte Organisationen, deren Geschäft auf Verbrechen basiert, ähnlich den Verbrechersyndikaten in der UII. Es gibt auch bei den Xian Schmuggler und Piraten, aber das sind meist junge Leute, die noch in der wilden Phase ihres Lebens stecken. Diese Piraten sind zwar meist im UII-Raum unterwegs, aber sie rauben meist Xian aus, wenn ihnen ihre Ladung gefällt. Sie sind Meister der Diplomatie. Die Xian sind geduldig und raffiniert, aber sie können auch aufbrausend sein und alles hinwerfen, wenn es die Situation erfordert. Ihre Lebensspanne beträgt Jahrhunderte. Deswegen überwacht die Regierung aufs Sorgfältigste die Ausbreitung ihrer Art, um eine Überbevölkerung zu vermeiden. Wer ihre ruhige Haltung als Unnahbarkeit oder Apathie missversteht, muss bedenken, dass sie in Jahrzehnten vorausdenken und planen und nicht wie wir in Jahren. Für uns Menschen erscheint die Xian-Kultur als starr und leblos, aber das ist nur der erste Eindruck. Die Xian präsentieren sich als höflich und neutral, besonders wenn man ihnen nicht bekannt ist. Sie haben einen uralten Brauch, es ist so eine Art sozialer Testmechanismus. Ein Xian kommt mit einer leeren Schiefertafel auf einen zu. Nun muss man die Schiefertafel antippen oder berühren. Wenn das gelungen ist, steht einem näheren Kontakt nichts im Wege. Wenn man einen Xian näher kennt, verliert er auch seine Künstlichkeit und er begibt sich auf eine persönliche Ebene. Menschen gegenüber dauert das etwas länger, weil sich noch viele Xian an die Messer-Ära erinnern. Es gibt bei den Xian so eine Art Wir-gegen-Sie-Mentalität. Sie zögern nicht, einem anderen Xian gegen einen Außenseiter, also zum Beispiel einem Menschen, beizustehen. Es sei denn, es liegen einwandfreie Beweise vor, dass der Außenseiter im Recht ist. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man Xian im UII-Raum sieht. Normalerweise kann man sie in drei Gruppen einteilen. Geschäftsleute oder Würdenträger, junge Xian, die sich noch nicht ganz in ihre eigene Kultur eingefügt haben, und Auswanderer. Die letzte Gruppe hat das Gefühl, im Xian-Imperium ersticken zu müssen. Sie fühlten sich eingeengt. Ihnen gefallen die kindischen Emotionen der Menschen. Sie bringen neuen Schwung in ihr Leben, wie sie sagen. Einige von ihnen gingen den anstrengenden Weg, um die Staatsbürgerschaft der UII zu erreichen, und andere wiederum genießen das entspannte Leben als Zivilist. Zu guter Letzt kommen wir noch zu einigen Begrüßungsformeln oder auch Formfehlern gegenüber der Xian. Shishurein, wörtlich Hallo und friedvolle Grüße. Dies ist die formale Begrüßung, wie sie gegenüber engen Freunden oder vertrauten Geschäftspartnern oder solchen, bei denen man hofft, dass sie es bald sind, verwendet wird. Eine achtlose Verwendung oder die Verwendung in einer Situation mit Spannungen oder Doppeldeutigkeiten wird den Menschen ins Abseits drängen. Man könnte auch sagen, dass es genauso eine Zusicherung von Ehre und Wahrheit wie eine Begrüßung ist. Shak, ein formloses Hallo, wird gegenüber Gleichgesinnten oder Untergebenen verwendet. Die Verwendung dieser Begrüßung gegenüber Vorgesetzten oder einem Xian einer höheren Kaste gilt als Beleidigung. Atlekor, sichere Reise, eine formale Verabschiedung, ungefähr das gleiche wie gute Reise. Und dann gibt es noch Gath. Ein formloses Auf Wiedersehen. Die meisten Xian sind ziemlich nachsichtig, wenn es um kleine soziale Verstöße geht. Sie verstehen, dass es meist keine Absicht ist und begrüßen die Absicht, ihre Eigenheiten zu lernen. Auch wenn man einen Xian beleidigt hat, muss man sich keine großen Sorgen machen. Sie werden normalerweise nicht wütend oder versuchen, jemanden zu töten. Die Xian halten solche zur Schaustellung von Emotionen für kindlich. Doch werden sie sich nach Beleidigungen nur noch auf das Nötigste beschränken und unkooperativ sein. Viele der sozialen Regelungen gelten nur für die ersten Treffen. Sobald das Vertrauen oder eine Freundschaft hergestellt ist, sind die Xian sehr entgegenkommend und entspannt. Nun wisst ihr alles über die Xian, was ich weiß, und ich hoffe, diese Episode hat euch wieder gefallen. Schaltet auch bei der nächsten wieder ein. Bis dahin, wegtreten!